Nach dem Finale von Los Angeles jetzt ein weiterer Höhepunkt auf der Damentour. Wir sind in Toronto bei den Du Maurier Open und wir haben gleich die Weltranglistenerste dabei, nämlich Martina Hingis. Und hier hat es zu tun mit der US-Amerikanerin Corinna Morariu, eine relativ unbekannte Dame, die aber immerhin in diesem Jahr zum ersten Mal ein Turnier gewonnen hat, nämlich in Ball. Und da haben wir den Schiedsrichter dieser Partie, Hingis also gegen Corinna Morariu, die ist die Nummer 37 in der Welt und man darf gespannt sein, was sie Martina Hingis abverlangen wird. Martina Hingis in dieser Saison, da hat sie so einiges geleistet, allerdings auch einiges an negativen Schlagzeilen hingelegt. 5 Titel, aber den ganz großen bei den French Open, den sie unbedingt wollte, den hat sie nicht geschafft. Unter Tränen hat sie damals den Platz verlassen, als einfach Steffi Graf stärker war als sie und das konnte Martina Hingis nicht, wie man so schön sagt, verknusen. Dann gab es Wimbledon und da kam das aus gleich in der ersten Runde gegen Jelena Dukic 2-6, 0-6. Da hat sie sich danach schön vom Acker gemacht mit ihrem neuen Freund Ivo Heuberger. Hat es versäumt, dort eine Pressekonferenz zu geben. Das haben ihr viele, vor allem Schweizer Kollegen, übel genommen. Die allerdings waren da wieder voll des Lobes, als Martina Hingis auftauchte in San Diego und plötzlich wieder voll da war, die ich den Titel holte. Ihre Mutter hat ja mal gesagt, wenn Martina hundertprozentig fit wäre, könnte sie von niemandem mehr geschlagen werden. Nun, sie wurde zuletzt bezwungen im Halbfinale von Los Angeles, von Manhattan, von Los Angeles, Manhattan Beach, ganz genau gesagt dort. Und zwar von Serena Williams, die ja, vielleicht haben Sie es gestern bei uns gesehen, auch dieses Turnier erfolgreich dann gestalten konnte. Im Finale gegen Julie Allard Decugy. Und diese junge Dame hier, geboren in Detroit, seit 3 Jahren Profi, 21 Jahre jung. Sie hat gegen diese Julie Allard Decugy gewonnen, 6-0 und 6-2 und sich damit den ersten Titel in... mit dem Ass abgewehrt. Aber wieder kann Morariu das nicht nutzen, weil sie sich erneut befreit. Martina Hingis und dann fehlt einfach die Sicherheit hier zum Winner. Matchball Nummer 2. Bereits der dritte. Den ersten hat Morariu mit einem Ass abgewehrt. So, jetzt was macht Hingis beim zweiten? Vielleicht ein bisschen defensiver. Diesmal macht sie es wesentlich cleverer. Hat sie das Ganze einen Moment noch angeschaut und gewinnt am Ende 6-0 und 6-3. Genau wie bei den Italian Open im Mai, ein glatter Sieg für Martina Hingis, die keine Mühe hat mit der US-Amerikanerin Corinna Morariu. So, damit also Martina Hingis in Toronto in der dritten Runde. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sie dann am Donnerstag wiedersehen. Nochmal der Hinweis, morgen das Spiel von Marie Pierce, die es zu tun hat mit Ruxandra Dragomir. Das Ganze in einer Aufzeichnung ab 15 Uhr und dann wieder live aus Toronto, aus dem oder von dem Gelände der York University ab 19 Uhr. Hingis mit 75% ersten Aufschlägen, 10 Fehler hat sie weniger gemacht als ihre Gegnerin. 5 Breaks für die Weltranglistenerste, die ihrer Favoritenrolle hier mehr als gerecht geworden ist. Weiter geht's mit Skispringen, eine Aufzeichnung. Das war's für heute aus Toronto von den Du Maurier Open. Jürgen Höpker sagt Tschüss und Servus vom Center Court.
Are we doing it now?